Verdammte Scheiße, was soll denn das jetzt? Sven, du nervst. Ich nerve? Ich detang die scheiß Karre, da nervt. Oh, es kommt bestimmt gleich jemand, du kannst aufhören. Du kannst dir das Theater sparen. Also, wenn du wüsstest, was ich heute schon alles mitgemacht habe. Locker 2 Stunden früher hätte ich Feierabend gehabt, wenn ich ständig irgendwelche unfähigen Idioten überflüssige Staus verursache. Meinst du, ich habe im Callcenter die Beine hochgelegt? Ich hätte mit dem Bus gleich nach Hause fahren können. Ne, Frau, war ja klar. Na, die kann jetzt was erleben. Lass es! Kann ich helfen? Ich muss noch Pakete ausliefern und würde ungern hier übernachten. Wie ich immer sage, Frauen gehören nicht hinter Steuer. Können ja nicht alle solche Autogötter sein wie du. Zumindest fahre ich zügig und trotzdem umsichtig. Offensiv und rücksichtslos. Kann es sein, dass du dringend mit mir streiten willst? Weil ich finde, dass dein Fass dir zu wünschen übrig lässt. Ja, bitte. Dann fahr du doch. Herr, du bist das Licht der Welt. Wer dir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Nimm Kevin auf in dein Reich. Schenk ihm deine Gnade und das ewige Leben. Amen. 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 Okay, ich schau noch mal nach. Alles okay. Sind Sie ganz sicher? 100%ig. T-Zellen unauffällig, also keine Autoimmunerkrankung. Was hat sie dann? Sie entschuldigen mich. Testen Sie bei Maria auf HAE. Aber das ist doch extrem selten, ich weiß. Es eilt. Danke. Das war der teuerste Schnaps meines Lebens. Seien Sie froh, dass wir Sie nicht anzeigen. Ihren Führerschein behalten wir aber ein. Und wieder sehen. Emma! Ja. Ist nicht wahr. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ich überlege mir was. Ja. Probleme in der Firma? Der Typ, den ich letzte Woche eingestellt habe, hat angerufen, dass er jetzt doch keinen Bock auf Kurierfahren hat. Didi und Hannes allein schaffe ich die Tour aber nicht. Du findest einen Ersatz. Ich kann mir aber auch keinen Cent Verdienstausfall leisten. Außerdem springt mir womöglich ein Stammkunde ab, wenn wir heute seine Tour nicht fahren. Du hast doch heute Spätschicht. Kannst du nicht für ein paar Stunden einspringen? Ich war ohne Führerschein unterwegs. Ich habe mich strafbar gemacht. Ich weiß, wir brauchen die Kohle, aber überleg dir was anderes. Ich kann das nicht. Mann, Kathi, ich hatte doch keinen Schimmer, dass du meine blöden Sprüche so ernst nimmst. Das habe ich wirklich nicht gewollt. Warum lässt du es nicht einfach? Mach ich. Ich schwöre es. Tut mir leid. Ehrlich. Du weißt ja, ich bin ja auch nur ein Mann und wir Männer machen gerne einen auf dicke Hose. Weil wir wollen, dass ihr Frauen uns bewundert.